Diese Top 10 der kürzesten Bosskämpfe werden wir in 0, nix durchhaben. Denn die Bosse, die wir euch hier auflisten, sind einfach in wenigen Sekunden schlagbar. Es kommt vor, dass dir das Spiel vorgaukelt, diese Bosse wären mächtig und brutal. Aber wenn du dann vor ihnen stehst, stellt sich heraus, dass diese Nieten kaum eine Minute Kampfeinsatz von dir einfordern. Diese Luschenbosse verputzt du in deiner Frühstückspause. Fangen wir mal ganz entspannt an. Mit einem Gegner, der schon mickrig und schwächlich aussieht. Bob der Goldfisch ist der Endgegner von Earthworm Jim. Wie jedermann weiß, fressen Goldfische normalerweise Würmer. Aber in diesem Action-Game ist es andersrum. Und der Regenwurm macht dem Fisch den Gar aus. Jim kämpft sich durch die Level, besiegt unzählige Feinde und steht letztendlich dem kleinen, bösartigen Fisch gegenüber. Jim macht kurzen Prozess, fischt ihn aus dem Glas und schluckt ihn in einem Haps runter. Kürzer kann ein Bosskampf kaum sein. Well done. Der alte Lindwurm ist ein optionaler Boss in Dark Souls 3. Auf den ersten Blick scheint der Drache ziemlich mächtig zu sein. Auf den zweiten Blick ist er aber nur ein alter Drache, den du von der richtigen Seite angreifen musst. Du rechnest in einem Spiel wie Dark Souls mit allem, nur nicht mit einem einfachen Bosskampf. Selbst erfahrene Spieler müssen sich durch einige Strecken hindurchquälen, so bockschwer machen es euch die Entwickler mit ihren Fallen, Hinterhalten und harten Gegnern. Zugegeben, wenn du den Fehler machst und den alten Lindwurm frontal angreifst, dann wird deine Waffe kaum Schaden anrichten. Man muss nur den Trick kennen. Lauft unter seinen Beinen hindurch und bewegt euch dann nach links zu den Ruinen. Folgt der Holzbrücke und lasst euch am Ende auf eine weitere Holzplattform runterfallen. Nun habt ihr einen wunderbaren Sprungpunkt erreicht, um auf dem Kopf des Drachen zu landen. Ihr rammt dem Monster euer Schwert in den Schädel und habt den Kampf gewonnen. Oh, diese Begegnung hat euch circa eine Minute Zeit gekostet. Oh je, er spricht wieder. Untertan! Ich habe mein Augenlicht wieder! Und du bist weit hässlicher, als ich dich in Erinnerung hatte! Professor Nakayama aus Borderlands 2 DLC Hammerlocks auf Großwildjagd geht euch schon nach kurzer Zeit mächtig auf den Sack. Er ist absolut von sich selbst überzeugt, stolziert herum, hält Reden und ist doch einfach nur ein kreischendes Fangirl von Handsome Jack. In seinem Forschungslabor auf Pandora experimentiert er seit langem mit Jacks DNA, besessen davon, ihn zurückzubringen. Als er endlich erscheint, spricht er sich selbst Mut zu und tritt den Kammerjägern entgegen. Leider rutscht die Labertasche aus, fällt die lange Treppe runter und bricht sich den Hals. Wir müssen nichts tun. Einfachster Bosskampf ever. Und natürlich auch einer der kürzesten. In Alice Madness Returns sind alle Gegner, auf die du triffst, komisch gruselige Mutationen, geschaffen aus Alice reichhaltiger Fantasie. Aber auch Alice selbst ist blitzgefährlich und sie weiß, mit ihren Messern umzugehen. Ihr wisst ja, stellt euch niemals einer Irren in den Weg. Wenn sich Alice nicht in ihrer Traumwelt befindet, besucht sie Therapiestunden bei Dr. Angus Bumby, der im Wunderland als der Puppenmacher bekannt ist. Und er ist der Oberschurke in Madness Returns. Dieser Bumby hat allerdings richtig Dreck am Stecken, denn er macht seine Schützlinge zu willenlosen Sklaven. Alice ist klein und mager, aber sie braucht nicht viel Energie, um Dr. Bumby loszuwerden. Sie wartet einfach nur auf den richtigen Moment. Bye bye, Bumby! Ihr kennt vielleicht die Kämpfe gegen Sans, Undine oder Toriel. Diese Begegnungen sind so schwer, dass du Undertale kurzzeitig verfluchst. Der Schwierigkeitsgrad in diesem Spiel ist also schon recht tappig. Und dann triffst du auf Metaton. Wenn du die Genozidroute gewählt hast, in der du alle Monster töten musst, macht Metaton allerdings dicht. Er kontert nicht, er bewegt sich nicht. Jegliche Attacke, die ihn nicht verfehlt, wird ihn sofort töten, da er so programmiert wurde, dass er pro Angriff 900.000 und 999.999 Schadenspunkte nimmt, egal welche Stärke die Waffe des Protagonisten hat. Es gibt keine Möglichkeit, Metaton Neo zu verschonen. Er wird zwar dramatisch vorgestellt, hat aber keine Attacken.
Das Neo in seinem Namen soll übrigens für Non-Effective Obstacle stehen, also für nicht vorhandenes Hindernis. There should be something around here as well. Yes. Cheaten macht Spaß. Das wissen wir spätestens seit Metal Gear Solid 3. Denn dort gibt es ein nerviges, ewig dauerndes Sniper-Duell gegen The End, einen alten Scharfschützen. Diese Tortur könnt ihr euch ersparen. Wenn ihr an die Stelle kommt, an der ihr Eva und The End im Rollstuhl bei den Holzstegen seht, dann bleiben euch nur wenige Sekunden Zeit, euren Plan auszuführen. Wartet durch das Wasser und wenn die Zwischensequenz vorbei ist, rüstet euch mit eurem Dragunov-Gewehr aus. Macht The End durch das Zielfernrohr aus und konzentriert euch. Wenn ihr seinen Kopf trefft, stirbt er auf der Stelle. Problem gelöst und das in Sekunden. Oh, Moment, doch nicht ganz. Ihr erlebt später einen alternativen Bosskampf gegen Ocelots Spezialeinheit. Shot to the head. Just like that and he's dead. Seit unserer Kindheit kämpfen wir in verschiedensten Super Mario Games gegen den Endboss aller Level, Bowser. Er scheint einen Lebensraum aus dunklen Höhlen und Gestein vorzuziehen. Jedenfalls bekämpfen wir ihn dort immer. Es ist jedes Mal eine Vulkangegend mit Lavaflüssen und Schwefeldampf. Aber dass diese Orte scheißgefährlich sind für Bowser, scheint er nicht zu realisieren. Obwohl wir als Mario also nur einen Bruchteil so groß sind wie der fette Drache, die fette Schildkröte, schaffen wir es jedes Mal daraus einen Vorteil zu ziehen. Wir kicken ihn einfach in die nächste Lavagrube. Seit Jahrzehnten. Bowser scheint einfach nicht dazu zu lernen. Auch die mächtigsten Industrialisten sind nur Menschen. Andrew Ryan aus Bioshock ist aber auch ein lautstarker Diktator, der ohne Einmischung der Regierung regiert. Er hält die Stadt Rapture mit strengen Ausgangssperren unter Kontrolle und der beginnende Bürgerkrieg sorgt dafür, dass sich die Menschen gegenseitig umbringen. Ryan nimmt also eine Menge in Kauf, um sein idealistisches Weltbild umzusetzen. Unsere Spielfigur lernt erst spät im Spielverlauf, dass wir nur eine gesteuerte Puppe sind und wir unseren Willen nicht frei steuern können. Wärst du so freundlich, ist ein posthypnotisches Kommando, das uns auf Kurs hält. Als wir Ryan endlich gegenüberstehen, töten wir ihn mit einem Golfschläger. Und diesmal hat er keine Chance, wiederbelebt zu werden, denn die Vita-Chamber in seinem Büro ist deaktiviert. Leute, es gibt einen Gamer namens The Happy Hop, der die beschissen schwierige Dark Souls-Trilogie durchgespielt hat, ohne Schaden zu nehmen. Alle drei Spiele, ohne zu sterben. Nicht mal mit Schaden, schlagt es nach. Wir betonen das auch nur, weil die Bosse allein in Dark Souls schon gewaltige Hindernisse darstellen. Allerdings gibt es einen Boss, Pinwheel oder Feuerrad, der aus dem Rahmen fällt. Gerade wenn ihr erst spät im Spiel die Katakomben betretet, solltet ihr keine Probleme haben. Feuerrad ist ein optionaler Boss und es gibt Gamer, die ihn in Sekunden geschlagen haben. Sie nennen ihn einen One-Hit-Boss und so sieht der kurze Kampf dann aus. In Spyro the Dragon gibt es eine Verfolgungsjagd, die vielen Gamern verhasst ist, weil es keine Speichermöglichkeit gibt, weil Gnasty Gnorg so wahnsinnig schnell ist und der Weg verwinkelt. Gnasty ist der Anführer aller Gnorgs, dieser dummen Viecher, die dich das komplette Spiel hindurch nerven. Er ist auch der Einzige, der reden kann, also muss Gnasty dran glauben, damit wir endlich unsere Ruhe haben. Du verfolgst ihn also einen langen Weg durch die Drachenmüllhalde. Gnasty ist immer noch pissig, weil er auf die Müllhalde verbannt wurde. Wenn wir ihn endlich stellen können, genügen Spyro zwei Feuerschüsse und Gnasty ist erledigt. Vom Endboss, dem wir all die verwandelten Kristalldrachen zu verdanken haben, hätten wir etwas mehr erwartet. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. You're toast, Nork.